Glück auf, meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen zum Vorbericht gegen Nürnberg. Und heute ist ja auch der Spieltag. Deswegen gibt es heute auch den Livestream. 18 Uhr fängt der Livestream an. 18.30 Uhr das Spiel. Kommt alle rein, kommt alle in den Livestream rein. Wir feiern eine fette Party mit unseren Freunden vom Club Schalke und der FCN. Ich habe mega Bock aufs Spiel. Und ja, für die, die nicht im Stadion sind, es ist ja ein bisschen kleiner jetzt, 15.000 nur. Die können gerne, sind eingeladen, zusammen in den Stream zu kommen und zusammen Rudel zu gucken. Und ja, dann kommen wir auch direkt mal zum Vorbericht, zum Sportlichen. Nürnberg ist eine sehr, sehr stabile Mannschaft in der zweiten Liga, haben eine gute Verteidigung, haben auch einen ehemaligen Schalker, der da durchaus für Furore sorgt, im Namen Geis, die einen kennen ihn noch. Der war eine Zeit lang auch ganz gut auf Schalke, so das erste halbe Jahr. Gefühlt für mich bis zur roten Karte, wo der, ich weiß nicht mehr was, Reus, wo der dem auf den Fuß gestiegen ist, dann 4-5 Spiele ausgefallen ist. Seitdem war der nicht mehr wiederzuerkennen und ist dann ja auch zwischenzeitlich, ich glaube, nach Sevilla verliehen worden und ist dann irgendwann in die zweite Liga gelandet. Und der ist aber jetzt in der zweiten Liga wieder richtig gut. Der ist da, kennt man den ja, also als Quarterback-mäßig mit seinen Pässen da unterwegs, kann halt zielgenau Leute anspielen und schlägt auch noch sehr, sehr gefährliche Standards. Also ein sehr, sehr gutes Füßchen, was er da hat. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass der nicht ins Spiel kommt. Ich glaube, wenn man dem da auf die Füße tritt, wenn man dem da sehr, 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 sehr schnell presst, dann kommt er mit dem Tempo nicht zurecht. Das ist in der Bundesliga zu seinem Verhängnis geworden, weil das nicht der schnellste Spieler ist, weil er auch nicht sehr beweglich ist. Und dann kann es natürlich, gerade weil er da in der Zentralen spielt, auch ganz schnell brenzlig werden für Nürnberg. Und das sollten wir ausnutzen. Also wir können auf zum einen den besten Spieler meiner Meinung nach aktuell da rausnehmen und dann direkt den noch als Schwäche verwenden. Also das ist schon mal eine gute Alternative, wie wir da reingehen können. So, bei uns natürlich fallen sehr, sehr viele Spieler aus. Sehr, sehr viele Spieler sind fraglich. Ich würde aufstellen, Torwart, Freisel, ganz klar. Dreierkette würde ich auch weiterhin aufstellen. Rechts schwierig. Aydin hat mir jetzt nicht mehr so gefallen, die letzten Spiele. Ramftel aber auch nicht. Ein paar aus der Community haben gesagt, wieso nicht einfach mal den Becker reinwerfen. Ich bin überfragt. Ich würde es immer noch mit dem Aydin probieren, weil er von allen drei Spielen bisher die besten Spiele gezeigt hat. Kann es aber auch verstehen, wenn man da Ramftel ausprobiert, wenn er eine gute Trainingswoche hat oder mal einen Becker reinschmeißt. Becker hat mir wohl auch nicht so gefallen in den ersten Spielen bei uns, aber das ist halt auch für mich ein großes Fragezeichen, wie wir da spielen würden. Links, klar, Aujan. Ich würde jetzt wieder Flick drauf tun auf die 6. Der hat mir da sehr, sehr gut gefallen, bevor der dann wieder raus gewesen ist, aber hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Salazar stellt sich auch von selbst auf. Dann haben wir den linken Zentralen. Da fällt höchstwahrscheinlich Drexler aus, ist aber auch nicht so schlimm, weil der mir auch nicht so gefallen hat. Ich würde da ja, vielleicht mal mit dem Mikhailov probieren, der ja auch wieder reinkommt. Und vorne Piringer mit dem Cholinov, weil der Dadaschow hat mir gar nicht gefallen. Keke Top hätte ich mir gewünscht, so wenn er fit wäre, aber der ist, fällt leider auch aus. Deswegen da Cholinov neben dem Piringer, ich glaube, der kann gut um den herum spielen. Da müssen wir zusehen, dass wir da den Dreier holen. Mein Tipp ist ein gutes 2-0 für uns. Und danach können die Freunde aus Nürnberg alle Spiele gewinnen. Da bin ich komplett bei denen, aber in dem Spiel, außer das Rückspiel noch, aber in dem Spiel, da müssen wir halt gucken, dass wir wieder nach oben kommen. Und ja, das ist meine Meinung, meine Aufstellung. Schreib mal deine Aufstellung und deine Meinung zum Spiel, also dein Tipp in die Kommentare. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Jetzt nochmal ein Aufruf an alle Leute, die hier vielleicht einfach zufällig mal reingucken. Wir wollen die 04.000 Abonnenten knacken. Bis Ende des Jahres sind wir auf einem guten Weg, also gibt Gas. Und dann kommt auch nachher alle in den Livestream rein. 20 Uhr fängt es an. Bis dahin einen schönen Freitag und dann sehen wir uns wieder. Glück auf, ciao, ich bin raus.